Salam Deutschland. Heute haben wir gleich zwei Gäste, die über eine spannende Herausforderung unserer Zeit sprechen. Wenn ihr in dieser Folge oder im Podcast allgemein Nutzen sieht, etwas sieht, was euch zum Anregen oder auch zu machen animiert, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten und abonniert den Podcast auf den Plattformen, wo ihr ihn gerade hört. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Erfolg bei der Folge. Salam. Okay, Bismillah, wir sind wieder live und diesmal Premiere eigentlich, denn wir haben ein Dreiergespräch, Alhamdulillah. Bevor ich aber in die Vorstellung gehe, jetzt kann ich euch natürlich nicht direkt ansprechen, aber ich frage in die Runde und die erste Person, die antwortet, darf dann das Wort ergreifen. Wenn ich euch jetzt einen Tee oder die jetzt einen Tee anbieten dürfte, welche Sorte wäre das und warum? Für mich wäre das definitiv ein schwarzer Tee. Es ist arabische Tradition, schwarzen Tee zu trinken, wobei man auch von arabischer Tradition sprechen kann, wenn man grünen Tee anspricht, denn die Marokkaner lieben ja ihren grünen Tee, ihren grünen Minztee. Und da ich so ein bisschen beides kombiniere, dadurch, dass ich mit einer Marokkanerin verheiratet bin, liebe ich einfach mittlerweile beides. Also ich könnte mich nicht entscheiden. Manchmal ist es so ein schwarzer Tee, der einen so aufweckt, und manchmal so ein schöner marokkanischer Minztee, der einen so ein bisschen runterholt. Möge Allahs Vater dich immer recht leiten und auch zum grünen Tee führen, das ist hoffentlich eine gewisse Entscheidung. Amen. Ja, bei mir ist das eigentlich auch Minztee, den bin ich jedenfalls gewohnt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe früher gar nicht so viel ausprobiert und mittlerweile, du kannst ja mittlerweile alles kaufen, mag ich Joghurt Kirsche. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ja. ohne Zucker. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber das gefällt mir voll. Nein, was? Astaghfirullah. Joghurt. Joghurt Kirsche, das schmeckt gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Das geht doch gar nicht. Ja, ich habe mit allen Antworten, ich rechne mit vielen verschiedenen Antworten, ja, aber Joghurtkirsche, bei allen lieben Respekt. Ich überlege gerade die Aufnahme zu beenden, ob wir weitermachen können. Ich muss kurz auf mein Leben klären. Ja, man muss open-minded bleiben. Also ab und zu sind das die Sachen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die einen dann super überraschen. Und die einen, wohl wahr. Ja. Wohl wahr. Alhamdulillah, okay, wird ein interessantes Gespräch, ich merke schon. Wir haben den Traditionellen auf der einen Seite mit Schwarz und Minze und dann jemanden, der experimentierfreudig ist. Und ich komme auch direkt schon in die Vorstellung. Assalamu alaikum, wir haben hier zwei sehr, sehr liebe Brüder und gute Freunde, Ahmed Abu Shihab und Badru Adamu, die eine Gemeinsamkeit haben, über die wir sprechen werden, nicht nur, dass ihr jetzt Freunde seid, sondern viele in der Jugendarbeit, sage ich mal, tätig sind. Ahmed, du bist ja selber im Masterstudium, gerade im Lehramtsbereich Sozialwissenschaften und bist auch als Dozent für die deutsche Sprache unterwegs, hast auch, glaube ich, Geschichte als zweites Fach bei dir. Und ich meine, das Thema auch Kunst, Kultur, all das Ganze, wie du das verknüpfst in der Jugendarbeit. Badr, du bist zwar jetzt nicht im Lehramtsbereich tätig, aber Jurist, Alhamdulillah, bald auch das zweite Staatsexamen vor dir. Direkt die erste Frage jetzt an dich, Badr, kennst du Ahmed seit der Jugend oder wie lange kennt ihr euch schon? Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Also Ahmed war irgendwie einfach immer da. und ja, so kam es halt ganz spontan dann dazu, dass wir uns auch angefreundet haben und dann auch in der Schule dann später zusammen viel unternommen haben. Ja. Auf jeden Fall. Ahmed, erinnerst du dich daran, wann du Badr das erste Mal kennengelernt hast? Das ist schwierig zu sagen. Also ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und stehe da auch offen zu. Ich habe die 7. Klasse wiederholt und somit kam ich in die Stufe von Badr damals. Und so kamen wir uns dann auch so näher. Das ist so meine allererste, sag ich mal, tiefergehende Erfahrung, die ich mit Badr gemacht habe, dass man in der Zeit sich irgendwie näher gekommen ist, so, weil der Freundeskreis sich auch angenähert hat dadurch. Und ohne jetzt zu überheblich zu klingen, ich war immer eine große Inspiration für Badr. Er hat sogar Bilder von mir gemalt, Comics von mir erstellt. Das stimmt, ich erinnere mich. das sind so erste Erinnerungen, die mir kommen, wenn ich so an die ersten Erfahrungen mit Badr denke. Ja, Mann. Ja, ich erinnere mich gut.
Würdet ihr jetzt behaupten, aktuell, ich meine, ihr seid ja bald im Berufsleben, einer von euch beiden ist ja auch bereits verheiratet, mashallah, der nächste ist bald demnächst dran, inshallah, dann, ohne jetzt zu verraten, wer wie, wenn ihr zurückblickt, vermisst ihr die Jugendzeit, wird ja immer gerne mit einer beschwerdenfreien Zeit verknüpft, wenn ihr die Zeit zurückdrehen könntet, würdet ihr das tun oder sagt ihr, khalas, das ist ein abgeschnittener Punkt, man ist dran gewachsen, jetzt geht es darum, weiter das Leben zu führen. Weißt du, Bruder, wenn ich mit Bartu abhänge, ja, habe ich irgendwie sehr häufig das Gefühl, nicht immer, aber sehr häufig das Gefühl, dass diese Zeit noch gar nicht vorbei ist. So einfach, weil wir uns schon so lange kennen. Mal mehr, mal weniger. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns mehr Zeit füreinander nehmen, so längere, also ein bisschen länger miteinander abhängen. Oder wir waren auch schon gemeinsam auf Reisen. Da merkt man, wie diese Zeit, die, sagen wir mal, damals begonnen hat, weitergeht, auf eine andere Art und Weise. Das heißt, ich würde nicht von einer Phase der Jugend sprechen, die jetzt abrupt geendet hat, sondern es gab einen Übergang zu einer Phase, wo wir etwas erwachsener wurden, aber irgendwie dieses Jugendliche nicht mehr, also nicht verloren haben, nicht aus den Augen verloren haben, würde ich jetzt mal behaupten. Was denkst du, Bartro? Das stimmt, also das geht mir häufig auch so, wenn ich mit bestimmten Freunden unterwegs bin. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Zeit, an die man sich gerne zurückdenkt, wo man einfach von der Schule nach Hause kam, seine Hausaufgaben mal gemacht hat, mal nicht gemacht hat und sich dann in die Glotze gesetzt hat mit Freunden dann und danach dann irgendwie rausgegangen ist, ein bisschen zusammen gespielt hat. Also das war schon eine unbeschwertere Zeit, an die man sich gerne zurückdenkt, an die man gerne sich erinnert auch. Und wenn ich da jetzt einhake direkt, wie wichtig findet ihr, weil wir wollen ja gleich ein bisschen über Jugend sprechen, Konzepte rund um das Thema, wie wichtig findet ihr das gerade in dieser Phase? Ich meine, jetzt gibt es eine Einzelfreundschaft, ne, aber es gibt auch dieses Konzept, wo, so finde ich wenigstens, habt ihr das jetzt eben beschrieben, wo man sich geborgen fühlt, ne? Wo, wenn ein Ahmed jetzt sagt und sagt, schau mal, wenn ich jetzt mit Badr bin oder allgemein, dieses Gefühl, ja, was man auch relativ früh dann lernt einfach, wenn man frühe Freundschaften macht, wenn man eine Gemeinde um sich herum hat, die einen auffängt letztendlich und dieses Wohlbefinden auch einpflegt, weil der Mensch neigt ja dazu, ne? Sich mit anderen Menschen zu umgeben. Wie wichtig findet ihr das, dass man solche Räume anbietet. Ich meine, die Schule ist einer dieser Räume, dann gibt es Sportvereine, ist noch so ein Raum, wo man das finden kann, dann gibt es ehrenamtliche Aktivitäten, wo noch Platz ist für solche Freundschaften, wo man diese Erfahrungen letztendlich macht. Wichtig findet ihr das? Und vor allem, glaubt ihr, dass wir Jugendlichen heutzutage, gerade wo die Welt so digital ist, genug solche Räume bieten? Ist direkt eine Frage, gehen wir direkt in die Tiefe rein, aber Badr, wenn du deine Ansichten mitgeben kannst. Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Es ist auch essentiell. Ich denke auch, dass wir heute viele Jugendliche haben, die von Eltern von einer Veranstaltung zur nächsten, seien das Musikveranstaltungen oder Schulen, Musikschulen und Sportvereine von einem zum anderen dann geschickt werden und gar nicht so viel Zeit haben, um auch zu erkennen und herauszufinden, was mag ich eigentlich, was möchte ich eigentlich. Und ich glaube, dass diese Räume da manchmal heute fehlen, auch dadurch, dass man gar nicht mehr so häufig rausgeht und dass man dann als große Geschwister dann eben die Leute an die Hand nehmen muss und sagen muss, hey, es ist eigentlich auch gut, mal einfach Langeweile zu haben, einfach mal nachzudenken, einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und ich glaube, dass das manchmal heute fehlt. Ich finde, das ist auch essentiell. Ja, im Grunde genommen würde ich dir, Badru, sehr zustimmen in diesem Punkt. Ich denke auch, dass diese Räume heutzutage fehlen oder besser gesagt nicht mehr wahrgenommen werden. Ne? Dass man nicht mehr so großen Wert darauf legt, sich auch wirklich im Real Life zu treffen als Jugendliche. Das ist sehr viel, wie gesagt, wie es auch schon erwähnt wurde, ne, dass in Zeiten der Digitalisierung digitale Räume werden als Ersatz genutzt, um sich zu connecten, um miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen. Ne? Man spricht hier auch von sogenannten sozialen Medien. Und ich glaube, dass wir das heute mehr denn je brauchen, diese Räume, von denen eben gesprochen wurde. Und ich kann mich auch an unsere Zeit damals erinnern, vor, lass mich nicht lügen, so 20 Jahren, also auf jeden Fall in Zeiten der Bilal-Moschee,
wo noch sehr viele Veranstaltungen auch in Präsenz stattgefunden haben. Ich rede jetzt nicht nur von Corona, sondern ich rede auch wirklich von vielen, vielen Jahren zurück, wo dann auch das Monatsseminar, was ganz vielen älteren Muslimen in Deutschland noch bekannt ist, welches monatlich in Aachen stattgefunden hat und was viele verschiedene Muslime angelockt hat, wirklich ein Highlight war, ja, das Monatsseminar. Da gab es auch ein Jahresseminar, wo auch Muslime aus ganz Deutschland, selbst aus dem Ausland kamen, um daran in Aachen teilzunehmen. Und das war für uns als Jugendliche wirklich ein besonderes Erlebnis, weil die Menschen kamen zusammen und vor allem kamen sie zusammen, um sich islamisches Wissen anzueignen. Und es war nicht nur ein Raum, wo man islamisches Wissen gesammelt hat, sondern wo man auch sozial miteinander viel mehr zu tun hatte. Man hat sogar gemeinsam in der Moschee übernachtet, was heute ja schon fast undenkbar ist. Und das war einfach, das waren Dinge, das waren Erlebnisse, die meine Jugend auf jeden Fall sehr stark geprägt haben. Und wenn wir jetzt gerade, wo du es gesagt hast, du hast gesagt Erlebnisse, ne? Und wenn wir jetzt darauf achten, ich meine, natürlich die digitale Welt hat viele Vorteile, gar keine Frage. Ich denke jetzt gerade nur zurück als Jugendlicher, wie man solche Erlebnisse, die man digital hat, ohne sie jetzt unterzubewerten, aber ob das überhaupt reale Erlebnisse in dem Sinne sind. Weil, wenn ich jetzt nur an die aktuelle Phase zum Beispiel denke, ich weiß, dass es sehr viele Momente gibt, wenn ich zum Beispiel auf mein Smartphone schaue, auch auf digitalen Events bin, wo ich denke, boah, ist krass, so, da war schön für diesen Moment. Aber das ist nicht etwas, was sich einprägt. Das ist so, in dieser Sekunde habe ich das gesehen, 20 Sekunden später sehe ich das und dann geht das einfach immer so weiter. Es ist eine konstante Schleife und ich fand es so schön, Badr, als du das gesagt hast, wir haben verlernt, Langeweile zu haben und damit klarzukommen. So. Und das führt auch konstant dazu, dass man A, nicht zur Ruhe kommt, finde ich, ne? Gerade wenn man am Kämpfen ist mit dem Handy und all das Ganze, dass man nicht zur Ruhe kommt. Und B, obwohl man nicht zur Ruhe kommt, trotzdem hat man keine emotionalen Bindungen letztendlich. Das ist halt sehr oberflächlich und ich, ne, als Jugendlicher kann ich mir vorstellen, wäre natürlich jetzt optimal, wenn wir tatsächlich jemanden hätten in der Altersklasse, aber vielleicht von euren Eindrücken habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen verloren ist. Ne? Also das ist dieses, das baut einen auch teilweise in der Aktion, wie ich das sehe, ist, Leute wissen, sie sollten glücklich sein oder sie sollten zufrieden sein mit dem, was sie haben, hin und her, und das ist auch etwas, wo man sich anstrengt, hinzukommen, aber wenn man ein bisschen tiefer dann spricht, zumindest mit Einzelnen, merkt man relativ schnell, weil ihnen einfach diese Erfahrung fehlt, da hinzukommen. Und das ist nur etwas, was von außen mittlerweile auf einen eingedrückt wird, dass das halt so eine Schale ist, ja, die nicht mehr da ist bei Jugendlichen. Und ich finde auch extrem, ist meine Meinung, dass das wenig, also wir noch zu wenige Vorbilder haben, dass es auch schwer ist für Jugendliche, da rauszukommen oder einen richtigen Weg letztendlich zu finden. Badr, wie in deiner Jugendarbeit, wie findest du, ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche verloren sind, das ist gar nicht meine Aussage, sondern ich finde einfach, gerade wenn man nicht mehr so viele Räume hat, diese Erfahrung zu machen, wie ihr das gesagt habt, fällt es noch schwieriger, weil man hat die Information, dass man so sein muss, man hat aber nicht die Erfahrung, so zu werden letztendlich. Ja, das stimmt. Also ich habe mich gerade an einen Freund erinnert, der Pfadfinder ist, auch ein Leiter einer Pfadfindergruppe. Und er hatte damals gesagt, viele Jugendliche heute, außer eben Menschen in diesen Pfadfindergruppen, die wissen gar nicht mehr, was Zelten ist zum Beispiel. Die wissen gar nicht mehr, was es ist, draußen zu sein in der Natur. Aber was dazu kommt, ist, sie wissen gar nicht, wie viel ihnen da auch entgeht. Also dadurch, dass ihnen das niemand beibringt, niemand sie an die Hand führt und denen mal zeigt, hey, hier, schau mal, wir haben zum Beispiel damals auch Aussätzen gemacht, da haben wir eine Karte bekommen, einen Kompass und mussten zurück zum Camp finden bei einem Zeltlager. Sowas kennen viele Jugendliche einfach nicht. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, denen das auch zu zeigen, hey, du musst nicht immer on demand, weil on demand, ne, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man nicht Fernsehen schaut, sondern einfach nur bei Netflix sich eine Serie raussucht, dann lernt man viele Sachen auch gar nicht kennen, die einem vielleicht interessieren würden. Weil man schaut ja nur nach dem, wovon man schon weiß, was einen interessiert. Und dann geht einfach viel verloren. Und genauso ist das eben, wenn man den Leuten gar nicht zeigt, hey, guck mal, das ist voll cool, einfach eine Karte zu bekommen und zurück zum Camp zu finden. Es macht zwar in dem Moment macht das gar keinen Spaß und die Füße tun auch weh, aber das ist ein Erlebnis, das wirst du nie vergessen. Es ist genau wie der Joghurt-Tee, muss ich mal schauen, ob ich will, letztendlich. Ja, ist genauso.
Ahmed, um da jetzt anzuknüpfen, also was muss man tun? Ne? Also wie kommt man wieder dahin vielleicht? Oder haben wir eine Phase gebraucht, wo wir auch nicht wussten, was das auslöst, dieses ganze Digitale um uns herum? Ich meine, das bei so vielen Produkten, alle wussten gar nicht oder sind nicht vielleicht davon ausgegangen, dass Smartphones so süchtig machen, dass auch Firmen, große Firmen, Social Media Firmen das ausnutzen und die Psyche des Menschen daraus ein Businessmodell machen, um möglichst lange auf dem Bildschirm zu sein und so weiter. Aber wie könnte man da rauskommen? Jetzt, ich sag mal, als Generation, die vielleicht nicht so sehr betroffen ist, weil wir nicht mit einem Smartphone unbedingt aufgewachsen sind. Was wären vielleicht Wege, da rauszukommen? Was könnte man machen? Also was man auf jeden Fall machen könnte, wäre, alternative Räume zu schaffen. Ne? Jetzt, wenn wir mal das Beispiel von Badro aufgreifen, solche Camps veranstalten, Jugendliche dazu animieren. Ich glaube wirklich tief und fest daran, dass Jugendliche auf sehr, sehr viel Bock haben, aber zu sehr wenig animiert werden, ja, dass sie mal schnell mit dem, sag ich mal, mit dem Smartphone einfach, beschäftigt werden, dass sie sozusagen dann das Smartphone in der Hand haben. Kindern wird ja mittlerweile schon das Smartphone in die Hand gedrückt, damit sie so einfach beschäftigt sind, ne? Und deswegen sehe ich da bei uns vor allem der Generation, die noch sehr nah dran ist an dieser, sag ich mal, Teen-Generation, ne? Teenager-Generation. Also zwischen 13 und 20, sage ich jetzt mal, wir müssen einfach ein Auge dafür haben, was könnte die begeistern, ja, weil je weiter man entfernt ist, jetzt auch vom Alter gesehen, von der Generation her, desto schwerer fällt es natürlich einem, sich in die hineinzufühlen, ne? Badru und ich zum Beispiel, wir haben das noch erlebt, SchülerVZ, ja, das waren so unsere Anfänge, ne, dann kam Facebook, ne, wir sind nicht mit TikTok auf die Welt gekommen, ne, es gibt ja jetzt eine Generation, die sind so, Generation TikTok oder Generation Insta, wir waren damals noch Generation SchülerVZ, ne? Deswegen, aber wir hatten noch so diese Möglichkeit, davon zu entfliehen, ja? Bei uns war das halt zu Hause, ja? Wir hatten, das betrifft wahrscheinlich uns alle drei, wir hatten ein Modem zu Hause, ja? Ich erinnere mich noch, die erste Website, die ich dann zu Hause aufgeschlagen habe, war togo.de und subhanallah. Krass, das war bei mir genauso. Echt? Und dann, ja, aber dann habe ich aus Versehen nur ein G geschrieben und dann kam das Land Togo. Togo, ja. Ja. Ja, und das ist halt so, deswegen bei uns war das, wir waren von Natur aus, sage ich mal, von der Natur der Umstände her gesehen, beschränkt. Wir hatten es zu Hause, aber wir hatten nicht das Smartphone, womit wir überall ins Netz gehen konnten. Und das sehe ich tatsächlich schon als Privileg, ne? Dass wenn wir rausgegangen sind auf den Bolzplatz oder auf den Spielplatz, dann war vorbei. Dann waren wir wirklich nur da. Wir waren anwesend, wir waren nie abwesend. Und wir müssen Räume für die Jugendlichen schaffen, die sie dazu verleiten, wieder mehr anwesend zu sein, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und direkt da anknüpfend, ja, weil das ist natürlich der Anfang. Ich behaupte sogar früher schon, auch die Angebote, wie wir früher hatten, und das wurde jetzt nur intensiviert durch die neue Generation und die neuen Technologien, die wir haben, hatten die vorherigen Generationen nicht das größte Interesse, die Jugend vorzubereiten auf was auch immer. Kann dahingehend geschuldet sein, weil sie sowieso beschäftigt waren, erstmal in Deutschland anzukommen. Kann dahingehend sein, dass sie klarkommen mussten auf ihr Leben, andere Probleme hatten, an das Jetzt-Denken, an die Existenz, an die Grundlagen und all das Ganze. Aber ich glaube, in dieser Phase und auch gesteigert durch die Digitalisierung und alles, haben wir einen großen Split, wenn wir in viele Gemeinden reinschauen, zwischen der, man hat immer, es soll auch überhaupt nicht negativ sein, aber der in Anführungszeichen ältere Vorstand, ja, die älteren Leute. Und dann haben wir eine Generation, die mit so vielen Techniken und Tools ausgestattet ist, aber zwischenmenschlich oder diese Soft Skills, die man hat, sehr unsicher sind, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, viel Potenzial haben, aber das nie gefordert wurde und jetzt dadurch, dass noch mehr Technologien da sind und die fast alles von einem abnehmen, noch weniger drauf haben und noch weniger vorbereitet sind. Ja, das Selbstbewusstsein und andere Themen. Das ist jetzt eine sehr, sehr, wie sagt man, scharfe These letztendlich. Aber Badru, bestätigst du das? Auch, ich meine, du hast ja auch Jugendarbeit im Moschee-Umfeld und all das Ganze. Und wie viel wir dadurch auch verlieren letztendlich, eine selbstbewusste Generation zu haben, die auch eine gewisse Identität dann letztendlich, doch stolz ist, diese Identität auszuleben und zusammenzuhalten in dieser Gemeinschaft. Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, die Leute auch abzuholen und nicht abgehängt zu werden.
durch Technik, dass man eben, wie Ahmed auch eben beschrieben hat, den Leuten auch einen Raum gibt und in diesem Raum dann eben auch nicht zu kurz kommt, auch eine Identität zu entwickeln. Und die Identität, die entwickelt man, indem man den Bezugspunkt auf das Hier und Jetzt legt, das heißt auch den Bezugspunkt auf Deutschland legt. Ältere Generationen, wie du eben gesagt hast, hatten so Grundlagenarbeit zu erledigen und da kam dann eben das Leben im Hier und Jetzt manchmal vielleicht, sie haben ja schon notwendigerweise halt eben bestimmte Dinge machen müssen, um den Bestand zu schützen und auch die Existenz zu schützen. Also sie haben schon im Hier und Jetzt gelebt, aber sie haben nicht in dem Hier und Jetzt in dem Sinne gelebt, dass sie sich verbinden und Bezug finden zur Gesellschaft. Teilweise, nicht überall. Und dadurch hat dann eben die Generation, die danach kam, die ja hier geboren ist, die hier auch Deutsch als Muttersprache dann eben hatte, die ganzen Freunde in Deutschland hatte. Diese Menschen, die haben dann viel eher etwas damit anfangen können, aber noch nicht durch die Eltern dann die Weisung bekommen oder die Richtung, so du musst auch hier etwas schaffen. Also viel oftmals ist das verloren gegangen in manchen Familien, leider natürlich Chancenungleichheit auch bedingt. Die Eltern konnten dann nicht mit denen die Hausaufgaben kontrollieren etc. Aber da ist dann für uns als ältere Generation dann umso wichtiger, die Menschen dann, obwohl wir sind jetzt auch nicht so alt, aber auch zu begleiten und klarzumachen, hey, du lebst in Deutschland und hier wirkst du und hier wirst du wahrscheinlich auch die nächsten 80 Jahre sein, deswegen mach etwas und mach etwas auch aus dir und nutze die Möglichkeiten, nutze die Chancen. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Und dann so entwickelt man auch eine Identität als jung, muslimisch und deutsch und das finde ich ist super wichtig. Sahih. Und auch da anzuknüpfen, weil Ahmed, du bist ja im Schulsystem, ich meine, das ist ja noch eine generelle Kritik, die es auch gibt, ne? Ich meine, jeder kennt das, du bist in der Schule, da hast du alles irgendwie vorgesetzt bekommen, du hast einen ganz klaren Lehrplan, du wusstest, was du machen musst, der Lehrer hat von A bis Z alles eigentlich durchdiktiert, dann kommst du irgendwie in die Studienwelt oder sonst wo und dann kommst du erstmal nicht klar auf dein Leben, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst, ne? Das heißt, du wirst auch von sowohl, wie gesagt, immer noch meine scharfe These, von unseren eigenen Räumen, familiären Räumen, gemeinschaftlichen Räumen, wie auch immer wir sie nennen, im islamischen Kulturraum oder im islamischen Raum letztendlich, nicht wirklich befähigt, aber auch gesellschaftlich, schulisch, wirst du auch nicht unbedingt befähigt, sodass man keine Verantwortung in die Hand gedrückt bekommt. Ja? Und wie wichtig siehst du das oder vielleicht auch in deinem Stil später als Lehrer, nicht nur irgendwie zu sagen, lern A und B, dann schreib einen Test oder sonst was, sondern denen ein Verantwortungsgefühl auch mitzugeben, um dadurch ihr Potenzial auch zu entfalten. Ob das jetzt muslimische Jugendliche sind oder ein Schüler, ist ja erstmal wurscht, ne? Ist ja sehr egal. Sondern wie wichtig das eigentlich ist, auch in frühen Jahren, weil wenn ich an mich zurück erinnere, wann wurde mir Verantwortung in die Hand gedrückt? Also um ganz ehrlich zu sein, ne? Wenn ich jetzt nicht, ob es ältere Geschwister sind oder andere hätten, die einen wortwörtlich ins kalte Wasser geschmissen hätten, ja, dann wäre ich immer noch, keine Ahnung, ohne jetzt nichts dagegen zu sagen, aber ich spiele meinen Gameboy so sinnbildlich jetzt gesagt für die alte Generation und gut ist so. Ich habe kein Interesse für irgendwas anderes und weiß gar nicht, wie viel ich verpasse. Ja. Nee, also zum Lehrerberuf gehört ja sowohl die Kompetenzvermittlung wie auch die Vermittlung von Unterrichtsinhalten. Das hat beides Gewichtung im Unterrichtsgeschehen. Und muss natürlich auch irgendwo eingebaut werden im Unterricht. Ne? Du sagst jetzt aus eigener Erfahrung, okay, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich Kompetenzen vermittelt bekommen habe, die mich irgendwie sehr viel weiterbringen im Leben. Aber man bekommt ja schon Kompetenzen vermittelt, wie zum Beispiel, ich übernehme die Verantwortung für einen Vortrag, für ein Referat. Ne? Es ist jetzt zwar nicht vergleichbar mit die Verantwortung für einen, sag ich mal, für einen Beruf später zu übernehmen oder in einem Unternehmen zu arbeiten oder für eine Familie zu sorgen, ne? Aber es ist natürlich vergleichbar in dem Sinne, es sind beides Verantwortungen, die man übernimmt. Und genau, und das Zweite ist die Befähigung. Du hast von einer Befähigung gesprochen. Ja, die Frage ist immer, wozu wollen wir Jugendliche befähigen? Ja? Und ich glaube, und das ist ja auch gerade so das Thema hier, wir müssen Jugendliche
befähigen, einen gesunden Umgang mit der Digitalisierung zu finden, ja, mit den Medien umzugehen. Ne? Und ich würde gerne hier noch einen weiteren Begriff einwerfen. Wir haben von Selbstbewusstsein gesprochen. Ich finde an der Stelle vor allem das Stichwort Wertevermittlung ganz wichtig. Ja? Soziale Medien vermitteln Werte. Ja? Subhanallah, ich habe mir heute noch die Folge von dir und Yusuf angehört. Schöne Grüße an Yusuf, bester Mann. der wirklich, also, wo ihr auch darüber gesprochen habt, wie soziale Medien oder was in sozialen Medien funktioniert. Ja? Und meistens sind es halt so, sorry für die Ausdrucksweise, Bullshit-Inhalte, die Jugendlichen dann konsumieren, ja? Die dann hohe Klickzahlen haben, wo natürlich auch unsere Jugend, die muslimische Jugend, stark von beeinflusst ist. Ne? Aber dann weniger so Videos, wo es dann darum geht, vielleicht auch auf eine unterhaltsame Art und Weise, wichtige Werte zu vermitteln. Ne? Und da müssen wir halt gucken, okay, wo findet diese Wertevermittlung statt? Ja? Kommen wir oder die Generation, die ältere Generation dieser Verantwortung nach, dass diese Werte an dieser Jugend vermittelt werden? Oder überlassen wir das alles den sozialen Medien, ja, wo wir wissen, okay, die sozialen Medien, die sind voll von Hass, ne? Hate Speech und so weiter, voll von sinnlosen Dingen, aber natürlich auch nützlichen Dingen. Und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese nützlichen Dinge auch irgendwie nutzbar machen, ja? Dass Jugendliche vielleicht mehr von der Digitalisierung an Nutzen herausziehen, als ihre Zeit zu verlieren. Ja, weil wir wissen alle, auch aus islamischer Sicht, Zeit ist das kostbarste Gut. Ich finde den Umschlag, den du gemacht hast, sehr schön, Ahmed, weil das jetzt auch eine Sache, auf die ich eingehen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben die Räume, ja? Dann gibt es noch eine zweite Realität. Also das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist, dass Jugendliche verschiedene Räume haben, die sie nehmen können. Oder auch in verschiedenen Dimensionen, von verschiedenen Dimensionen beeinflusst werden. So. Ja, was meine ich damit? Man hat die eigene Kultur, die eigene Religion, mit der man aufwächst. Man hat die aktuelle Gesellschaft, die da ist. Man hat nochmal durch das Internet Zugriff auf andere Gesellschaften, auf andere Denkweisen. Ja? All das Ganze prasselt auf einen Jugendlichen ein. Und das ist ja auch ein bisschen die These dieses Podcasts insgesamt, dass wir uns zerteilen gefühlt. Ja? Man, lebe ich in dieser Welt oder lebe ich für das Jenseits oder lebe ich für das Diesseits, lebe ich für dort, bin ich Muslim, bin ich Deutsch, bin ich da. So, und unsere Identität ist zersplittert. Gefühlt. Und das heißt nicht, dass man eindimensional und ideologisch zu denken hat. Das bedeutet aber, dass man in der Lage sein muss, die Teile zusammenzuhalten, damit man nicht irgendwie zerstreut ist und gefühlt nicht mehr lebt. Ja, also jetzt sinnbildlich einfach gemeint. Und meine Frage jetzt weiter an dich, Badr, ist, also erlebst du das oder hast du das erlebt beispielsweise in deiner Jugendarbeit, wenn du jetzt kürzlich nachdenkst, gerade in dieser neuen Generation, dass es diesen Split gibt, dass man, ich will es nicht das irgendwie jetzt hart formulieren, aber doppelt Leben führt oder dreifach Leben führt oder gar nicht weiß, ne, wie man sich wo eigentlich zu verhalten hat. Das heißt, man hat keine Identität mehr, man ist mehr so ein Chamäleon. Ja. Zu Hause ist man so, in der Schule ist man dann so, Social Media ist man dann so, oder ist das jetzt zu scharf formuliert? Nee, ich glaube, dass du da tatsächlich einen Konflikt erwähnst, den viele Jugendliche haben. Viele Jugendliche leben nämlich zum Beispiel in sehr traditionellen Familien, die vermittelt bekommen, dass das absolut Wichtigste die eigene Heimat ist. Man schaut Fernsehen aus der Heimat, man spricht teilweise nur auf Arabisch, was ja grundsätzlich nicht ein Problem ist, aber dadurch entwickelt sich dann bei den Jugendlichen so eine arabische Seite, ne, oder eine muslimische Seite oder eine halt ausländische Seite, und dann gehen sie in die Schule und sprechen dort nur Deutsch, haben deutschen Geschichtsunterricht, sind mit deutschen Freunden zusammen, was ja auch sehr, sehr gut ist, aber sie wissen dann in bestimmten Thematiken nicht ganz, wie man damit umgeht. Nehmen wir als Beispiel die Geschlechter, wie gehe ich dann damit um, wenn beispielsweise jetzt eine Kommilitonin oder eine Mitschülerin Gefühle für mich entwickelt oder ich entwickle Gefühle für sie. Wie gehe ich damit um? Und dann haben sie beispielsweise in der Moschee eine Sache gelernt,
Da müssen wir aber auch, da könnten wir auch, oder das ist ein Thema für sich, aber da sind halt auch viele, viele Missverständnisse, auch islamische Missverständnisse. Glauben Sie, okay, ja, nee, in der Moschee schaue ich beispielsweise dann auf den Boden, ja, weil ein Hadith teilweise dann so verstanden wird, und habe überhaupt gar keinen Kontakt. In der Schule sitze ich aber neben Susi. Ne? Und Grüße gehen raus an Susi. Und das ist zum Beispiel ein Konflikt, den viele muslimische Jugendliche in Deutschland haben. Die wissen dann nicht, das ist sozusagen, die sitzen auf zwei Stühlen, oder wie sagt man das? den Stühlen. Ja. Zwischen den Stühlen, genau. Da finde ich wichtig, dass man eben vermittelt, also der Islam hat eine bestimmte Position dazu. Sahin. Und da ist wichtig, dass man eben Wissen vermittelt, dass man islamisches Wissen vermittelt, dass man zeigt, wie das auch zu Zeiten des Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, dass es da ein sehr, sehr, sehr gesundes Verhältnis gibt und nicht so ein, was sage ich denn jetzt, ne? Also wie gehe ich jetzt mit dir um? Das, so etwas gibt es im Islam, hat ein sehr, sehr gesundes Verhältnis. Und wenn man den jungen Muslimen das beibringt und zeigt, dass es eben ein gesundes Verhältnis gibt, dann können die auch ein eigenes Standing dazu entwickeln. Wenn denen aber niemand hilft und auf der einen Seite dann in der Schule es so ist und von den Amos das anders erklärt wird, dann gehen die manchmal, gehen die dieses Doppelleben auch ein. Und ja. Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ne? Ich sage sogar, das Bild, was du beschrieben hast, das trifft auf unsere Generation zu. Also jetzt sage ich mal nicht TikTok. Wenn du jetzt Generation TikTok siehst, dann ist das, was ich wahrnehme, dass es nicht nur zwei Seiten gibt, die einen auf einen einprasseln, sondern im Sekundentakt tausende Seiten auf einen einprasseln. Du hast einen Feed, da ist ein islamischer Vortrag, der Jugendliche ist gerade emotional und denkt, boah, ja, ich muss mein Leben verändern. Der nächste Tweet ist oder Meme, Inhalt oder so, ist ein Meme plötzlich und die fangen an zu lachen. Das heißt, die haben auch gar keinen Raum mehr dafür, sich überhaupt dahingehend zu entwickeln, weil du wirst im Sekundentakt bombardiert. Da hast du was Emotionales, du hast was Religiöses, du hast was Lachhaftes, du hast was Historisches, du hast was Sinnloses. Ein nach dem anderen, bam, 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 bam. Und es ist, wie gesagt, es ist so ein zerstreutes Leben in alle Bereiche. Das ist wenigstens, zumindest meine Wahrnehmung, dass leider, genau wie die Digitalisierung sehr viele Vorteile mitbringt, dass man jetzt kommunizieren kann, Techniken, auch die Gesundheit fördern kann und so weiter und so fort, zwischenmenschlich da auch ein weiteres Extrem eben entstanden ist, dass dieser Spalt, der bei uns vielleicht da war, dieser einfache Split zwischen Moschee-Muslim oder, ich fand dieses Beispiel schön, ne? In der Moschee bist du so, in der Jugendklasse ist das Mädchen, sitzt das Mädchen direkt neben dir, was machst du jetzt damit? Ist das überhaupt ein Problem, ist das kein Problem? Überhaupt darüber zu sprechen, stattdessen, was halt passiert wurde, ist, aber jetzt such dir zwei Extreme aus, so, entweder bist du links oder rechts, genau. musst du selber damit klarkommen. Ich finde, das hat sich sogar, ist noch extremer geworden, weil du hast nicht mehr diesen einen Spalt, du hast tausende Spalte plötzlich und du weißt gar nicht mehr, ist das jetzt korrekt, ist das nicht korrekt und so weiter und so fort. Und Ahmed, dich jetzt quasi da anzuknüpfen. Ich kann auch was dazu sagen direkt. Also, gerne. Ich wollt eigentlich nur an das anknüpfen, was Badro jetzt gesagt hat, zum Thema, wie Jugendliche heranwachsen, ja, dass sie von mehreren Seiten aus gesehen, von, wie er es gesagt hat, sozusagen von der traditionell familiären Seite und von der anderen Seite, ja, des Freundeskreis beeinflusst werden und so zwischen den Stühlen stehen. Und ich glaube, als Lösungsvorschlag von meiner Seite wäre, dass wir anfangen, unsere Jugendlichen, um es mal platt auszudrücken, zu Menschen zu erziehen, ja, ihnen beizubringen, ey, in erster Linie seid ihr ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch mit Bedürfnissen, ein Mensch, der existiert, ja, für sich als Individuum, ja. Mensch und Individuum sind Worte, die die wenigsten von uns verstanden haben. Das ist meine scharfe These, wirklich die wenigsten. Und das ist eine Sache, also ich habe ja auch viel mit jüngeren Menschen zu tun, dadurch, dass meine Frau ein paar Jahre jünger ist als ich und auch jüngere Freunde hat oder in ihrem Alter Freunde hat, ich so auch den Eindruck habe, und das ist auch ein Gefühl, was ich so oft verspürt habe, so, ne, dass man immer so, wir versuchen immer so krampfhaft zu sagen, ja, wir müssen nach dem Islam leben, ihr müsst nach dem Islam leben, ihr müsst nach dem Islam leben, ne? Aber in erster Linie bist du doch ein Mensch. Mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Zweifeln, so, ne? Und das ist sehe ich als meine Aufgabe, sowohl als Mensch wie als auch Lehrer, den Schülern und Jugendlichen generell erstmal beizubringen, ey, in erster Linie bist du ein Mensch. Und das ist gut so.
Ich glaube, wenn man, ich kann mir vorstellen, dass das für viele jetzt so wie sein kann. Ich glaube aber, wenn man sich zum Beispiel mit der Geschichte des Propheten Sallam beschäftigt, ist seine Leadership-Qualität oder das Vorbild sein, wie er halt ist, ist, dass er, glaube ich, diese Brücke, die du gerade versucht hast zu beschreiben, Ahmed, sehr, sehr gut schlagen konnte. Und zwar, natürlich hatte er feste Vorgaben. Er hat uns den Islam gebracht. Ja? Aber er hat diese Brücke geschafft, sehr oft, und das sehen wir in vielen Geschichten der Gefährten, die sagen, dass ich mich in diesem Moment so gefühlt habe, aber er den perfekten Vorschlag gegeben hat, den perfekten Ratschlag gegeben hat, wie ich zu diesem Islam finde, letztendlich. Und ich das passt auch sehr gut, weil ich knüpfe jetzt mit einer weiteren These an, für dich, Ahmed, direkt wieder. Was ich sehe, oder wenn man jetzt rückblickend betrachtet, ja, wir sind jetzt in der modernen Welt. Vor 30, 20 Jahren, 15 Jahren sah die Welt für uns ganz anders aus. Und auch in 15 oder 20 Jahren sind wir in etwas, was die Leute heute, also in der informationsgeleiteten Welt, postmoderne Welt, wie auch immer du das sprichst, da sehe ich einfach nur historisch, wenn ich es wieder vereinfachen darf auf zwei Punkte, nehmen wir jetzt mal Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft oder quasi die Entwicklung der Welt auf der einen Seite und dann hat man Identität, kulturell, religiöse Wurzeln auf der anderen Seite. Oder sagen wir, machen wir es noch einfacher, religiöse Komponente auf der einen Seite. Historisch gesehen, wenn ich nur die Zeitschiene mir achte, ohne jetzt zu sagen, der Islam ist ein festgefahrenes Konstrukt und das ändert sich überhaupt nicht, aber ich würde behaupten, der Kern, der Glaube des Kerns, ja, wird der gleiche sein. Wir werden nicht in 100 Jahren anders beten. Ja? Also der Kern dieser Glaube ist der gleiche. Aber die Gesellschaft ändert sich. Hm. Und wie wichtig ist es, diese Kompetenz auch zu haben für die Leute in unserer Generation, diese Brücke immer schlagen zu können und das auch vor allem erkennen zu können. Hm. Ja. Ja, diese Leute, wie im Vorbild des Propheten S.A.W., auf diesen Kern bringen zu können. Dass wir wissen, okay, die Gesellschaft ist so, der Mensch ist so und reagiert so drauf, wie du das sagst, Ahmed. Aber dann eben sagen zu können, schau mal, ich weiß, wie ich zu reden, auch welche Erfahrungen ich diesem Jugendlichen zu geben habe, damit er zu diesem Kern findet. Ja, Badru, möchtest du dazu was sagen? Ja, ich möchte dazu sagen, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute eben verstehen und dass junge Menschen verstehen, dass Islam nicht schwarz-weiß ist. Und das ist genau das, was du sagst. Also, Alhamdulillah, unsere Religion hat seinen Kern und er ist unerschütterbar. Und das ist der Glaube an Allah und an seine Bücher und seine Propheten. Aber im Islam ist eben verankert auch eine Flexibilität, was bestimmte Dinge angeht, was bestimmten Umgang angeht. Und das ist ja genau das, was die Menschen auch brauchen, weil die Gesellschaft, wie du gesagt hast, verändert sich. Heute ist etwas, wird etwas komplett anders gesehen als noch vor 30 Jahren. Und diese Flexibilität ist notwendig auch für den Menschen, um damit klarzukommen. Ja? Also es ist genau wichtig und Alhamdulillah genau richtig. Ja, definitiv. Auch um seine Religion überhaupt leben zu können, braucht man diese Flexibilität. Ne? Ich erinnere mich, jetzt auch in der islamischen Jugend hatten die jetzt kürzlich einen Vortrag zum Thema, wie engagiere ich mich in der Gesellschaft? Ne? Das ist für mich in erster Linie, wenn man das hört, denkt man sich, was hat dieses Thema jetzt mit dem Islam zu tun? Aber wenn du eine muslimische oder besser gesagt eine islamische Identität entwickelst, ja, musst du doch auch wissen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Identität in die Welt hinaus? Ja, wie lebe ich überhaupt, wie Badru auch sagte, in Deutschland? Ja? Wie lebe ich ein deutsch-muslimisches Leben? Ja? Und dafür braucht es Vorbilder, dafür braucht es LehrerInnen, die einem sowas mitgeben, ja? Die einem Wege aufzeigen, wie man in die Gesellschaft findet, damit man nicht eben dieses Doppelleben führt, in der Moschee bin ich so und außerhalb der Moschee bin ich anders, ja, was wir zu genügend kennen. Ne? Ich bin meinem Vater sehr dankbar dafür, weil er hat mir das schon oft genug vorgelebt. Und da anzuknüpfen und an euch beide jetzt die Frage letztendlich zu stellen, weil wir haben viel darüber gesprochen, welche Chancen
ergeben sich durch die neuen Technologien, aber welche vor allem auch sozialen Defizite ergeben sich dadurch, und auch soll auch überhaupt gar nicht irgendwie, dass das jetzt in die Tiefe gegangen sein, ne? Jedem ist, glaube ich, bewusst, dass das angekratzt wurde, und natürlich sind auch mit den neuen Technologien viele Vorteile da, aber bei dem Punkt, den ich, oder wo ich euch beide jetzt fragen möchte, ist, wer soll das machen außer wir? Weil die vorherige Generation, ja, die sind müde. Ja, kann man auch nicht übel nehmen, weil die haben geackert, die haben die ganzen Grundlagen für uns gesetzt, dass wir überhaupt hier einigermaßen gewisse Strukturen haben. Ja? Auf der anderen Seite wirst du von einem Jugendlichen sehr selten irgendwie jetzt diesen Ansporn sehen oder erkennen, dass er sagt, guck mal, irgendwie das läuft nicht, ich fühle mich unwohl. Die trauen sich ja noch nicht mal, das zu sagen. Das ist ja ein Thema nochmal für sich, die Psyche dann der Jugendlichen, und auch andere Themen wie Mobbing und all das Ganze, was dann in sozialen Netzwerken und sonst was stattfindet. Da ist nicht diese Kultur, dass man darf aufsagen, weil natürlich jeder muss der Krasseste sein und richtig gut flexen und so, und da ist kein Platz für Schwäche. Auch wenn jeder irgendwie drüber spricht und sagt, wie wichtig das ist. Das heißt, wer sollte da ansetzen, außer jetzt wir drei beispielsweise, die darüber sprechen? Gibt es da überhaupt jemand anderes? Oder ist es von mir übertrieben zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren darüber, dass das so ist? Würde ich auf jeden Fall diese Frage mit Ja beantworten. Natürlich wir, ne? Also diese Generation, wie gesagt, wir sind sehr nah dran an der Generation, den sogenannten Digital Natives, sagt man auch. Also die, ich glaube, jemand hatte mir auch mal eine Zahl genannt von, ich glaube, 1994, alle, die so danach geboren wurden, die sind halt so Digital Natives, und alle, die davor geboren wurden, sind Digital Cowboys, hieß es, glaube ich. Habe ich mal in der Fortbildung Vorbild mitbekommen. Ne? Und die Digital Natives, die wissen halt, wie man, ne, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen. So, ne? Und wir sind halt, wie gesagt, die jetzt vor 94 geboren sind oder um 94 geboren wurden, wir sind einfach nur sehr, sehr nah dran an dieser Generation. Und das Gute ist, wir haben halt sowohl dieses Digitale noch so richtig mitbekommen, als auch, Alhamdulillah, in einer sehr geborgenen Gemeinde, in der wir beide aufgewachsen sind, sowohl Badru wie als auch ich, sehr viel auch an Wissen mitgegeben bekommen haben, weltliches wie religiöses Wissen. Ja. Und diese beiden Komponenten kombiniert sind einfach unschlagbar, wenn man Jugendliche erreichen will und sie für den Islam oder für eine muslimische Identität gewinnen möchte. Bevor du vielleicht antwortest, Badru, verschärf mal die These. Ich rede jetzt nicht von einer Person, die komplett inkompetent ist, ne? Davon rede ich jetzt nicht, aber müssen wir darauf warten, bis wir komplett solche Leute haben, die so ausgebildet sind, oder fährt der Zug schon an uns vorbei und die neuen Technologien kommen schon, sodass wir dann diesen Wettkampf verlieren, oder geht es vielleicht nicht einfach darum, sehr einfache Schritte auch zu nehmen? Und ich mache mal ein einfaches sinnbildliches, also ein Bild sozusagen, dass wir die Hand reichen an Jugendlichen und etwas mit ihnen machen. Natürlich soll die Qualität da sein, aber dass diesen Ansatz überhaupt schon beginnt. Oder sagt ihr, nee, das führt dann, oder sagst du, Badru, das führt auch zu nichts? Nee, im Gegenteil. Also das ist genau das, was zum Beispiel auch der Jugendverein gemacht hat, in der ich auch lange aktiv war, Ahmed auch, der ich auch aufgewachsen bin, nämlich, dass da ein Raum ist, wo die Chefe oder eben die Leiter, die Vorsitzenden ebenfalls Jugendliche sind und nur etwas älter als die anderen. Und dann nehmen die jungen Leute das eben auch wahr als, hey, guck mal, das ist mein älterer Bruder oder meine ältere Schwester, die ist durch das Gleiche gegangen und durch die gleichen Konflikte gegangen, die ich gerade erlebe. Und das ist natürlich, was die Auswirkung der Ratschläge angeht, was aber auch einfach die Überzeugungskraft dann angeht, unschlagbar. Ne? Also wenn der Jugendliche, der 13-Jährige dann sieht, ey, da ist ein 18-Jähriger, und den kann ich fragen, den kann ich einfach jetzt fragen um Rat, mit dem kann ich mich unterhalten. Und das ist kein Ammo, das ist kein Onkel, das ist nicht ein Erwachsener, sondern der ist auch genau fast so alt wie ich, der ist nur ein paar Jahre älter. Das hilft natürlich ungemein. Und wie du gesagt hast auch, ich glaube, dass es nicht... Also wir haben auch gar nicht die, also wie viel Opportunität verlieren wir, wenn wir darauf warten, dass Leute noch vorher ausgebildet werden etc. Nein, man soll sofort anfangen. Und
die Learning by Doing auch immer, ne? Also die Erfahrung macht es dann und da kann man aber auch eigentlich nicht so viel falsch machen. Ich meine, wenn man sich trifft und gemeinsam Zeit verbringt, Spaß hat, spielt, Fußball spielt oder was auch immer, Basketball und daneben was isst und dann noch islamischen Input hat oder einen Vortrag oder einen gesellschaftlichen Vortrag, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Da hat man eigentlich schon den Raum geschaffen, dass sich Jugendliche jüngeren Alters und älteren Alters treffen. Und dann kann man auch vor allem drauf aufbauen, ne? Das ist so der erste Start und dann entwickeln sich eigene Projekte und eigene Verantwortung und das zeigt sich, worauf die Truppe, eine Handvoll, ein Dutzend, wie viele auch immer das sind, dann Lust haben und wohin man dann letztlich geht. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nur vielleicht da auch anknüpfend an dem, was du vorhin gesagt hast, dann ist auch die Möglichkeit und dann besteht auch der Raum dafür, dass man den Leuten dann auch Verantwortung gibt, dass man Jüngeren dann sagt, hey, guck mal, du hast jetzt fünfmal gesehen, wie das Essen funktioniert, also wie das gemacht hat. Du hast schön gegessen, mach doch auch mal, organisier das doch auch mal, das Essen. Und so fängt das dann an. Und danach gibt man denen dann mehr Aufgaben. Dann sagt man, ja, jetzt hast du das Essen 4-5 Mal gemacht, reicht ja auch. Willst du nicht auch mal vielleicht einen Vortrag vorbereiten? Ja, und vielleicht das Gespräch auch so langsam zum Ende zu bringen, ja, sofern wir jetzt nicht noch größere Themen abzuhaken haben, wobei es viel gibt wahrscheinlich zu reden, aber wie gesagt, das ist ein erster Anstoß und es gibt viele, also noch viele verschiedene Seiten, ne? Ich glaube, was sehr auch interessant zu sehen ist, dass wenn wir noch eine Dimension draufsetzen, ja, ich glaube, wir sprechen aus einer relativ männlichen Sicht, ja, es gibt auch das Thema Jugendarbeit quasi im weiblichen Bereich, da gibt es nochmal ganz andere Probleme wahrscheinlich, die auftauchen, was auch sehr spannend ist, falls ihr da jemanden kennen solltet, sagt gerne Bescheid, ja, ich glaube, das ist ein Thema, was viele auch interessiert, weil auch dort, ne, also wer die Frauen von heute groß und stark macht, der erzieht die nächsten Generationen, die kommen letztendlich, und da gibt es viele Bereiche, aber mir war es zumindest sehr wichtig und auch dankbar, quasi einen Austausch mit euch zu haben, auch noch die eigene Verantwortung, ja, in Vordergrund zu stellen, dass eigentlich man nie aufhören darf, auch wenn man in das verheiratete Alter geht oder auch wenn man dem Beruf nachgeht, das Studium endet, auch wenn das der eigene Beruf nicht direkt irgendwie damit zu tun hat, dass man irgendwie den Bezug nicht verlieren darf, weil wenn man selbst sehr egoistisch denkt, ja, man fördert dadurch auch seinen eigenen Nachwuchs, ne, der dann kommen wird. Hm. Weil sonst, wenn es diese Angebote nicht gibt, wenn man diese Strukturen nicht schafft, die Erziehung im eigenen Haus ist dann irgendwann auch begrenzt, ja, und das funktioniert nicht, wenn man die Mittel dahingehend nicht hat. Deswegen, Ahmed, vielleicht an dich und dann Badro, zum Abschluss noch eine Botschaft, Anekdote, etwas, was ihr mitgeben wollt. Ja, sehr, sehr gerne, auch im Grunde genommen anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Das Engagement darf nie enden. Und viele wissen auch, dass ich so ticke und dass ich schon länger auch dafür plädiere, dass man sich nicht ausschließlich in Vereinen engagiert und sich im Rahmen von Vereinen stark macht, sondern dass man generell einfach als muslimischer Mensch, sich einfach da einbringt, wo man gerade kann. Ja, natürlich umso schöner, wenn man das Ganze in Vereinsstrukturen macht, ja, was natürlich, wie ihr beide wisst, sehr viel Zeit mit sich bringt. Aber es muss nicht heißen, dass wenn man nicht in einem Verein tätig ist, ja, oder in einer Moscheegemeinde als Vorstandsmitglied oder als Ratsmitglied tätig ist, man kann sich immer einbringen. Ja. Ein Beispiel ist, wenn du beim Gebet bist, ja, und du siehst zum Beispiel, wie muslimische Jugendliche gerade irgendwas machen und du sie erreichen kannst, mit deiner Hikma, mit deiner Weisheit, mit deiner Art und Weise damit umzugehen, dann ist das wunderbar. Ja. Meine Botschaft an die Welt da draußen ist einfach nur, nutzt eure Chancen, nutzt die Momente. Ja, jeder Moment zählt. Ja, man darf nie irgendwie denken, ja, es ist schon dieses passiert und jenes passiert und die Jugendlichen sind so oder so, sondern nutze einfach jede Chance, die du hast, um mit einem Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und manchmal sind es die unerwartetsten Momente, die dann überraschende Effekte bei Jugendlichen auslösen können, wo ich auch schon meine Erfahrungen gemacht habe. Ja, einfach haltet die Augen offen und schaut euch um. Ja. Jugendliche bewegt genauso viel wie Erwachsene. Und das ist halt meine Botschaft. Ja, ich finde sehr wichtig, was Ahmed gesagt hat. Ich würde aber noch einen anderen Punkt gerne beleuchten, und zwar, dass wir als muslimische Jugendliche, als Muslime in Deutschland, junge Muslime, Deutsche, nicht nur den
Anknüpfungspunkt suchen in muslimischen Gemeinden, der ist ja teilweise auch gar nicht da. Es gibt bestimmte Gemeinden, da gibt es keine große Jugendarbeit, sondern dass wir auch den Anknüpfungspunkt oder den Ort der Begegnung suchen in der Gesellschaft, dass wir beispielsweise uns engagieren in Feuerwehrvereinen, freiwillige Feuerwehr oder eben Pfadfindergruppen oder in vielleicht einer politischen Partei oder wo auch immer, dass man einfach Teil hat an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben und dass man das auch nicht aus den Augen lässt, weil das ist sehr wichtig, dass wir auch nicht uns einschränken, dass wir nicht sagen am Ende, nee, hier gibt es aber keine muslimischen Gruppen, deswegen mache ich nichts in der Gesellschaft. Nein, nein, nein. Also im Gegenteil, es ist sogar erwünscht. Ich glaube, dass die Gesellschaft das möchte und von uns auch fordert und das ist das, was wir zurückgeben können. Wir können zur Vielfalt beitragen, wir können neue Gesichtspunkte, die vielen vielleicht gar nicht so bewusst sind, teilen. Und wer sagt überhaupt, dass es nicht möglich ist, dass es irgendwann mal auch einen, vielleicht einen muslimischen Abgeordneten gibt in einer großen Partei, als in einer großen Rolle, dass es vielleicht einen muslimischen Bundeskanzler gibt. Das mag zwar jetzt vielleicht ein bisschen weiter Zukunft klingen, aber es ist jedenfalls, das kann ich euch als Jurist zumindest sagen, nicht verboten oder nicht eingeschränkt, solange man deutscher Staatsbürger ist. Und klar gibt es vielleicht Ressentiments oder so, aber die kann man brechen. Also du hast zu allem wirklich die Möglichkeit, Alhamdulillah, hier in Deutschland. Also, und dass wir uns auch daran erinnern, dass unser Schöpfer uns nicht umsonst hierher gebracht hat. Von den Milliarden von Seelen, die er erschaffen hat, hat er uns genau hierher gebracht, in diese Gesellschaft, zu dieser Zeit. Und wenn wir uns daran erinnern, dann finden wir inshallah auch Wege, um uns einzubringen. Und nutze auch die Chancen und lass dich nicht einschränken von irgendetwas. Stay open-minded und auch Kirche-Joghurt ist wirklich lecker. Und also man darf nie von vornherein sagen, nee, das mache ich nicht. Vielleicht nur kurze Anekdote. Ich habe früher Basketball immer gehasst. Ich habe immer gesagt, ah, was ist das für ein Sport? Nee, ich bleib beim Fußball. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass mir das viel mehr Spaß macht als Fußball. Und das ist eben so. Also häufig die Dinge, die man nicht kennt, die wagt man nicht. Aber wenn man sie dann irgendwann mal probiert, merkt man, das liegt mir ja vielleicht doch. Und deswegen, irgendwo ist dieser Bundeskanzler. Wir müssen nur ein bisschen warten und schauen. Alhamdulillah. Zum Abschluss die Alarmglocken derjenigen, die sich vor Islamisierung fürchten, aber auch der anderen Seite, sage ich mal, die das gesellschaftliche Teilhabe komplett ablehnen, auf den Boden zu bringen. Ich glaube, mit meiner eigenen These, ne, um eure beiden Sachen zusammenzufassen, weil man dann sich doch vielleicht irgendwann mal, weil man sich überwältigt fühlt und so, kann ich das, habe ich die Kompetenzen, muss das eigentlich sein? Ich glaube, und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, solange die Absicht hinter dem, was man tut, rein und selbstlos ist. Also nicht darum geht, sich selbst zu profilieren, zu sagen, man möchte selber das schaffen. Wenn man es schafft, in dem Moment, wo man helfen möchte oder aktiv sein möchte, zu reflektieren und sagen, mein Ziel ist zweier Sachen. Nicht, dass ich in irgendeiner Form gesehen werde, sondern ich mache das wirklich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ich möchte wirklich so den Lohn von ihm dahingehend erhalten. Und das, was mir wichtig ist, nicht, dass ich erfolgreich bin sozusagen, sondern mein Erfolg liegt in dem Erfolg der Person gegenüber oder der Jugend gegenüber, dann, ich habe zumindest nur gesehen, ja, dieser magische Weg oder diese magische Weisheit, die kommt und die baut man sich dann selber auf. Und das ist, glaube ich, auch das, was, ne, wenn man dann sieht, ne, ich kann mir gut vorstellen, wenn Leute jetzt zugehört haben, die vielleicht in Vereinsarbeit drin sind oder dort drin sind, sagen, ah, aber das Kopfschmerzen hier und Politik da und das Ganze so. Für einen selber, das aufzugreifen von Ahmed, nie aufzuhören, ja, und dann auch bei dir, Badro, sozusagen, sich rauszugehen und zu trauen und zu tun, weil ich würde nicht nur sagen, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, ist eine Verantwortung, die wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber haben. So. Absolut. Und das ist, glaube ich, dann braucht man das Ganze nicht überkomplex zu machen, wenn wir wirklich den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala haben, der allmächtig ist, alles sieht, alles weiß und dahingehend auch uns recht leitet. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala euch stets recht leiten und zu Werkzeugen machen, die immer Gutes und Gerechtigkeit in der Gesellschaft bringen. Und ich hoffe, jedem Zuhörer ebenfalls, die vielleicht etwas was Gutes aus diesem Gespräch raushören konnten. Und ich würde auf der Note enden, inshallah. Und das Ganze mit einem Salam alaikum.
Waalaikumsalam. Salam, salam, salam.